Hi, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Folge von Die Sims 4 Hunde und Katzen mit der Familie Weißhaupt. Und ich habe noch überhaupt nicht weitergespielt, also es geht nahtlos weiter. In der letzten Folge haben wir die Halloween Party gefeiert, die meiner Meinung nach nicht so gut gelaufen ist, aber ihr fandet die trotzdem ganz gut, beziehungsweise habt auch gesagt, dass die Kinder doch Spaß hatten soweit. Ja, nun sind sie aber wach irgendwie. Er hat einen Albtraum gehabt. Emma, keine Ahnung, wieso Emma wach ist. Ich dachte, die wäre eigentlich schon im Bett gewesen. Aber gut, ich werde ihr jetzt einfach mal was zu essen oben hinstellen. Das wollte ich nicht. Das ist verdorben, das ist aber noch gut. Hier, Emma, nimm dir mal bitte ein Gericht, dann brauchst du nämlich nicht runtergehen. Und was willst du tun? Bitten, abwarten, was geschieht. Okay. Genau, ich wollte mal gucken, wie weit sie ist. Okay, sie ist immer noch im ersten Trimester. Ich wollte nämlich auf jeden Fall in dieser Folge mal probieren, ob Sören das Geschlecht bestimmen kann. Weil er als Arzt, oder was ist er denn? Als Assistenzarzt kann das ja auf jeden Fall schon. Super, er hat erstmal geduscht. Emma, wieso gehst du runter? Was soll das? Was haben wir denn hier noch drin? Die Ofenkartoffeln oder so. Was will Emma jetzt? Bist du blöd? Dann stelle ich es halt wieder runter für Emma. Hier, Emma. Dann nimm dir das. Und Wilhelm, du quatscht erstmal mit der Mama. Okay. Bist du am Stinken oder? Nee. Hier stinkt irgendein Teller vor sich hin. Ach, guck mal, den können wir hier reinschmeißen. Und Emilia, du hast Hunger. Okay, aber eigentlich... Ja, doch. Geh mal was essen, Emilia. Kannst du einfach auch mal ein paar Reste nehmen. Die Ofenkartoffeln. Und dann geht's doch allen soweit schon ganz gut. Er hat morgen frei. Ach, das ist ja perfekt. Das ist ja perfekt. Wilhelm, was willst du denn jetzt? Vielleicht kann Sören dem Wilhelm mal beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Das wäre doch mal ganz nett. Weil ich glaube, Wilhelm hat noch gar kein Töpfchentraining gehabt, aber jetzt tanzt er hier erstmal zur Musik. Sehr süß. Niedlich. Daisy, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr kommt wieder zu kurz. Daisy. Emilia ist schneller. So, Emilia hat gerade eine Nachricht bekommen, eine E-Mail, und zwar gibt es schon den ersten Interessenten. Ich habe ja euch schon gesagt, zu wem die kleinen Welpen kommen werden. Aber morgen werden werden eigentlich alle Welpen wegkommen. Die kommen mit einem Mal weg. Ich weiß, das ist ein bisschen hart, aber es ist auch ganz schön viel und ich werde den Hunden nicht mehr gerecht. Und die Interessenten warten auch schon. Und so, ja, ist es halt einfach einmal einfach mit einem Schlag alles erledigt und vom Tisch. Und ja, deswegen machen wir das so. Und ja, sie hat da eben jetzt schon ein bisschen hin und her geschrieben mit den Menschen. Und morgen am Dienstag, da hat Sören auch frei. Und da werden wir dann unsere süßen Welpen verkaufen. Es ist aber nicht ganz so traurig, finde ich, weil sie werden in anderen Let's Plays weitergespielt werden. Also schaut auf jeden Fall dann bei Einfach Agi, Steven Sunday zockt und Awesome Sarah vorbei. Da werdet ihr in verschiedenen Let's Plays, ihr werdet, das werde ich am nächsten Sim-Tag euch noch genauer sagen, ja, könnt ihr dann weiterverfolgen, wie es ihnen geht. Genauso wie mit der Buffy, ne? Buffy kam ja auch zu Minimis Sims Paradies und da können wir sie ja auch noch verfolgen. Warte mal. Zack. Zack möchte wieder essen gehen. Ach, ist aber schlecht. Nee, sorry. Wieso lässt du Wilhelm auf der Toilette auf dem Töpfchen sitzen? Aber okay. Ich finde, du könntest dich nochmal um ein paar Hunde kümmern. Und zwar hat Daisy sehr traurig geguckt. Ich werde ihn einfach mal alle Tierschüsseln füllen lassen und vielleicht kann er...
Da möchte jemand gebadet werden. Guck mal, dann bade doch mal den Paco. Ich finde, das geht auch vor, weil der arme Paco ist schon alt und wer weiß, wie lange wir ihn noch haben. Dann kann er mal, genau, dann wird er den Paco baden. Und Emma muss eigentlich auch mal aufs Töpfchen. Warte mal, haben wir oben? Oh, ist jemand krank? Eieiei, oben haben wir auch ein Töpfchen. Dann kannst du der Emma beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Ich hoffe, die können das dann bald alleine. Dich ruft wieder jemand an. Wer ist es diesmal? Zack. Nee, Zack, das ist irgendwie voll unpassend. Wir sind im Familienstress. Ey, die Leute lassen überall hier ihre Sachen liegen. Unmöglich. Wir haben doch hier schon genug zu tun. Daisy hat Hunger. Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei, Daisy. Ach, Paco. Bin schon ein bisschen traurig. Den haben wir auch als Welpen bekommen. Re ziemlich zu Anfang. Das war der zweite Hund dann. Daisy war ja von Anfang an dabei. Die habe ich ja erstellt. Und Paco haben wir dann aus dem Tierheim adoptiert. Ja, und so lange ist er schon bei uns. Dann gab es ja sogar die Welpen mit Paco und Daisy. Ne? Das waren dann Buddy und Nala. Die sind ja zu unseren Sims-Nachbarn hier hinten gekommen. Ja, so war das. Ist das vielleicht einfach neu, dass die sie nur noch aufs Töpfchen setzen und ja, die Shop machen das dann schon, weil sonst war es ja immer so, dass die erwachsenen Sims hier vorstanden und ewig gewartet haben. Okay, cool. Jetzt hat sie aber auch schon wieder Hunger. Oh, dann muss sie schon wieder was essen. Hat sie nichts gegessen? Ich habe ihr doch. Ich werde irre. Die machen nie das, was ich ihnen sage. Getränk geben, Essen geben. Gib ihr dann bitte was zu essen. So, warte mal. Gibt es jetzt noch irgendeinen unglücklichen Hund? Stupsi, ich möchte mal bitte ein bisschen mit dir spielen. Und noch streicheln. Und ja, ich weiß nicht, die Welpen. Ihr seid so süß. Ich weiß nicht. Wir haben irgendwie echt wenig von euch gehabt, ne? Vielleicht können wir morgen zum Abschluss nochmal in den Park reisen. Ja, dass wir uns nochmal irgendwie so ein bisschen mit ihm beschäftigen und uns dann verabschieden. Das ist schon ein bisschen traurig. Na, Daisy, ich hoffe, du bist nicht allzu traurig. Ja. Okay, Wilhelm, was machst du eigentlich? Was hast du getan, Wilhelm? Ach, du Frechdachs. Und du hast Hunger. Ach Mensch, das ist doch verdorben. Und hier gibt's nichts mehr. Hat es denn überhaupt mit dir geklappt? Ja, das scheint zu klappen. Dann muss sie auf jeden Fall gleich Wilhelm noch füttern. Und dann sollen die einfach mal alle ins Bett gehen. So, Emma ist jetzt wach geworden. Wir haben es 8 Uhr morgens und Stupsi scheint krank zu sein. Das heißt, wir müssen auch noch mit Stupsi in die Tierklinik. Ich höre Geräusche. Was sind das für Geräusche? Habt ihr das gehört? Was heißt das? Hier ist Stupsi, da ist Penny. Was waren das für Geräusche? Die haben sich gerade beschäftigt. Okay, ich habe keine Ahnung. Mit Paco ist auch alles gut? Ja. Oder? Paco? Ja, Paco. Alles gut. Okay, dann mach mal. Du wirst mal das verdorbene Essen aussortieren und gleich Frühstück servieren für alle. Frühstücks allerlei. Und er wünscht sich ein Techtelmechtel mit Emilia. Das können wir auf jeden Fall. Ich wollte den unbedingt so gerne, aber das werden wir dann machen, wenn die Welpen weg sind, den mal wieder einen Tag zu zweit gönnen, dass die einfach irgendwie mal wieder ein bisschen Wellness machen oder so. Ich habe dir was aufgetragen. Kannst du das bitte tun? Emma, geht's gut? Emma, du hast die Windel benutzt. Oh, bist du süß. Wie sie ihr das Buch im Bett anguckt. Also gestern Abend übrigens hat Emilia sich noch um die Hunde gekümmert, hat jeden Hund geknuddelt und
Huhuhu, Emilia, bist du jetzt im zweiten Trimester? Ja, cool. Dann kann er das bestimmt machen, mit dem Geschlecht bestimmen. Ja, hat jeden Hund einmal geknuddelt und ja, sich einfach einmal ein bisschen gekümmert. Irgendeiner von den Kleinen muss auf jeden Fall gebadet werden. Ja, Barney. Barney, bevor wir dich abgeben, müssen wir dich auf jeden Fall baden. Die Wäsche, ey, ihr seht, wie es hier aussieht. Das ist eine Katastrophe. Puh, es ist wirklich nicht leicht. Und bald kriegen wir auch noch ein Kind. Was hab ich mir da nur eingebrockt? Ein Glas Nektar trinken. Das kann ich mir vorstellen, dass du Bock drauf hast. Ach, hey. Was machst du denn? Wieso gehst du denn hoch? Wo ist das Essen? Da. Guck mal, Emilia. Dann kannst du dir gleich was zu essen nehmen. Und die Kleine vielleicht auch. Ich hoffe, das klappt dann mal, weil das ist ja immer so eine Sache. Die machen ja andauernd andere Sachen. Das Waschbecken ist kaputt. Okay. Und Emma? Ja, du holst dir immer noch was. Das ist gut. Er braucht Spaß. Jo, gut. Komm doch einfach mal runter und form hier ein bisschen was. Und dann kannst du ihn baden, wenn du fertig bist. Ja, hat hier irgendjemand Geschicklichkeit genug, um das zu reparieren? Aber ich würde sagen, ich glaube, ich werde es ersetzen. Ja, das kostet nicht so viel. Was tust du? Du isst doch jetzt einfach mal bitte. Hör doch mal auf, immer irgendwas zu machen. Er soll sich selbst was nehmen. Nee, er sollte hier formen, ne? Er soll das hier machen. Die Gikon. Nee, die interessiert uns nicht. Aber was mich interessiert, ob er jetzt das Geschlecht des Babys bestimmt. Boah, wie cool. Dann brauchen wir diesmal gar nicht zum Gynäkologen. Dann kann unser Mann das machen. Voll cool. Wo hast du denn jetzt deinen Teller hingetan? Da, ne? Ach, Mädels und Jungs. Und er hat auch nicht aufgegessen. Ah! So, Stupsi, du bist auch gleich auf jeden Fall an der Reihe. Ich glaube, ich werde dann einfach gleich reisen, weil sonst wird das alles nichts. Da sind wir. Dann melde ihn doch gleich mal an. Stupsi zur Behandlung anmelden. Absolut inspiriert. Wovon denn? Unser Baby wird das Beste von allen sein. Die hat so eine Stimmungsschwankungen, das geht hin und her. Stupsi, 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 Stupsi. Kann ich was für dich tun? Kann ich dich ein bisschen streicheln oder so? Wieso kann man die anbrüllen und ausschimpfen? Ach so, weil sie sauer ist. Nein, nie. Oh, ach so, ich dachte, da steht töten. Stupsi, trösten. Trösten ist gut. So, Stupsi ist jetzt an der Reihe. Komm schnell rauf, Stupsi. Eieiei. Er hat magmafizierte Or was? Organe. Wir nehmen die. Ich glaube nicht, dass wir die teure Behandlung nehmen. Stupsi, es tut mir leid. Aber wir haben zu wenig Geld. Du kriegst leider so eine Halskrause. Oh, dafür kriegst du jetzt ein Leckerlchen. Warte. Ich lobe dich auf jeden Fall, aber ich hätte dir gerne ein Leckerchen gegeben. Okay, ach so, es geht nicht. Das war jetzt ausgegraut. Na gut. Dann sind wir hier fertig beim Tierarzt und wir können dann gleich mal in den Tierpark reisen. So, dann verbringen wir mal noch ein paar Minuten hier im Park, bevor die Süßen abgegeben werden. Wo sind sie denn hier? Mary, es ist ja wohl nicht wahr. Ich krieg die nicht mehr raus. Mary Junk möchte einfach nicht aus meinem Let's Play, aus meiner Stadt hier. So, dann, ja, ruf die doch mal alle her. Wen habe ich jetzt noch gerufen? Kommt alle her, ihr Süßen. Wa Sag mal, Penny, Penny, was hast du getan? Kannst du noch irgendwas für dein
Dingen sind man 10 Stunden beim Training verbringen. Ich glaube, Joggen ist kein wirkliches Training, ne? Dann kannst du mal. Komm, geh mal mit Paco spazieren oder bürste ihn mal. Ich habe so ein bisschen Angst, dass wir ihn nicht mehr lange haben. Deswegen. Ich probiere mal, ob wir doch mit allen spazieren gehen können. Okay, es scheint nicht zu funktionieren. Da kommt schon eine Fehlermeldung. Dann wirst du mal ganz kurz auf die Toilette gehen und dann wirst du mit Paco so spazieren gehen. Hast du ihn schon gebürstet? Ja, ne? Das hatte ich dir ja gesagt. Und du kannst dir mal. Wo ist Balu? Och Mensch. So, der kleine Bilbo wird zu Enrico und Veronika kommen ins Let's Play von Steven Sunnyzog. Barney kommt zu Sophie ins Let's Play von Awesome Sarah zur 100 Baby Challenge. Und dann haben wir noch Baloo. Ist das jetzt richtig? Baloo wird dann zu einfach Agi kommen und zwar zum Ferdinand. Voll süß. Ich freue mich so, dass die dann, ja, dass man die weiter aufwachsen sieht und so weiter. Du hast noch deine Aufgabe? Ja. Sehr schön. Genau, quatsch mal noch ein bisschen mit Baloo. Und dann. Ach, Zack, sorry, ich habe schon wieder keine Zeit für dich, aber bald. Bald haben wir wieder Zeit. So, ich würde sagen, dass Emilia den Barney jetzt erstmal wegbringt. Wo ist Barney? Baloo? Barney. Barney, du kommst jetzt weg. Du kommst jetzt leider weg. Oh, komm, wir umarmen dich. Weil. Ach, Mensch, hallo. ja, Barney kommt jetzt weg. Und zwar wird Emilia höchstpersönlich ihn bei Sophie vorbeibringen. Beziehungsweise, ja, sie bringt ihn jetzt halt weg. Und hier werde ich noch mal ein letztes Foto schießen. Och Mensch. Naja, so ist es halt, ne? Das werden wir noch sehr, sehr oft haben, wenn wir die 101 der Martina vollkriegen wollen. Von daher, naja, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. So. Da geht sie jetzt los mit dem Barney und bringt ihn zu Sophie. Tschüss, Barney. Mach's gut. Ja, süß, Wilhelm. Machst du noch was mit Balu? Oh nein, da macht sich schon wieder. Bilbo macht sich dreckig. Bilbo, das ist doch blöd. Ach Gott. Oh Gott, das ist einfach so mega süß. Aber davon haben wir ja schon ein Foto. Emma, vielleicht kannst du mal jemanden knuddeln. Knuddel ihn mal hier. Das ist einfach zu süß. Und das hier werden wir gleich unterbinden. Oh, Emilia, schreibt wahrscheinlich mit Ferdinand. Was mache ich denn? Nee, Erziehung, Maßregeln, ruhig, bitten, keine Chaos anzurichten. So. Und du wirst jetzt kuscheln mit dem kleinen Welpen. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall gleich wieder nach Hause reisen, weil ja gleich der Ferdinand noch vorbeikommt. So, ich werde das Ganze mal abkürzen, denn ich glaube, es wird sonst zu lang. Deswegen werden wir mal nach Hause reisen. Ach. Emilia, das ist ja toll, was du hier tust. Und ja, werden dann mal den Ferdinand zu uns einladen. Da kommt Ferdinand angelaufen und klopft schon an der Tür. Er wundert sich schon ein bisschen, wieso da so viele Tierhaufen sind. Also. Aber gut, es ist halt hier. Hier wird halt gezüchtet, ne? Und ja. So ist das dann halt manchmal. Und wir haben halt gerade eine besondere Situation, dadurch, dass
Emilia schwanger ist und sowieso schon Zwillinge hier sind. Ja. Hallo Ferdinand, ich begrüße dich auf jeden Fall in diesem Let's Play. Das ist total witzig. Ich finde das so lustig, wenn man die dann plötzlich da hat. Halt! Du sollst dich einfach abhauen. Du möchtest ja einen Welpen kaufen. So, Ferdinand wird jetzt alles mit Emilia soweit abklären. Das wird jetzt nicht so lange dauern wie bei der Mary, weil Ferdinand hat sich ja schon entschieden. Er weiß ja, dass er den Balu nehmen möchte. Den wird er sich dann auch gleich angucken. Und die beiden klären eben jetzt eigentlich noch ab, was der Balu so zum Fressen braucht am Anfang und so. Aber der Ferdinand kennt sich ja schon sehr gut aus. Wie wir wissen, hat er ja selbst viele Hunde und selbst schon auch Welpen groß, also ja doch großgezogen auch, den Allegro, aber auch schon gezüchtet und ja, er ist da auf jeden Fall schon, er kennt sich da schon sehr gut aus, also braucht sich der Emilia auch gar keine Sorgen machen. Der Ferdinand wird es auf jeden Fall hinbekommen. Balu schläft hier draußen und Ferdinand wird ihn jetzt mal wecken, damit er ihn mitnehmen kann. Und er stellt sich dann mal vorsichtig vor. Und mögt ihr euch? Hallo Daisy, du kommst jedes Mal an, um dich zu verabschieden, ne? Oje. Ja, das ist immer nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Aber der Ferdinand wird jetzt den Balu mitnehmen, freundet sich gerade noch ein bisschen an und dann nimmt er ihn mit. Das war's dann. Ferdinand hat sich Balu geschnappt und geht jetzt nach Hause. Das Geld hat er überwiesen, also ja, das ist alles erledigt. Das ist ja mal ein Megabild. Das sieht ja schön aus. Ja, das war's. Der Barney ist weg und Balu ist jetzt auch weg. Aber wie gesagt, ich versuche das mal nicht so, ja, unnötig schwer zu machen. Es ist, wie es ist. Und ich hoffe auch, dass Balu beim Ferdinand glücklich wird. Ich freue mich auf jeden Fall, ihn dann im Let's Play zu sehen. Die Kanäle sind natürlich unter meinem Video verlinkt. Da könnt ihr dann mal gerne reinschauen in die anderen Let's Plays. Und in der Infocard oben rechts sind die auch verlinkt. So, und da kommt jetzt auch die Veronika aus dem Let's Play von Steven Sunday Zockt. Und zwar heißen die mit Nachnamen Lamberts. Alles klar, Veronika hat erstmal Hunger. Ja, wir sind natürlich so freundlich und du kannst hier gerne was essen, Veronika. Und bitte sprech doch alles mit Sören ab, ja? Ja, also sie scheint sich hier richtig wohl zu fühlen bei uns. Das finde ich ja super. Na, Veronika, willst du nicht mal ein bisschen mit dem Sören plaudern? Dass der dir nochmal alles erklärt, wie man mit einem Welpen umgehen muss. Ach so, Sören hat gerade keine Zeit. Alles klar. Ja, das ist hier so in der Familie. Dann bespricht sie es einfach mit der Emilia. Genau, alles Wichtige wird besprochen. Das Geld wird dann überwiesen. Ja, Veronika ärgert sich ein bisschen, weil es hier ganz schön unordentlich aussieht und auf der Veranda die ganze Hundekacke liegt. Ja, ich weiß, das macht irgendwie keinen guten Eindruck, aber es ist halt gerade nicht so einfach. Also ich glaube, Bilbo wird es auf jeden Fall bei der Eva, also die Tochter ist ja Eva, da wird das, glaube ich, sehr gut haben, ne? Ich glaube, Veronika wird auch dafür sorgen, dass der Bilbo es dort gut haben wird und wir können ihn dann also in dem Let's Play von Steven Sunday Zockt aufwachsen sehen. So, die Veronika wird sich jetzt mit Bilbo ein bisschen anfreunden. Und sie hat sich auch gerade schon geärgert, dass er so dreckig ist, ne? Ich meine, es macht auch keinen guten Eindruck, dass die Familie Weißhaupt den Bilbo so dreckig abgibt und hier im Hintergrund noch der Haufen
vor sich hin gammelt. Waffeltag, Logan. Und Penny sieht auch nicht besser aus. Oh Gott. Naja, okay. Was soll ich dazu sagen? Aber es ist jetzt gelaufen. Die Welpen sind weg. Veronika nimmt jetzt den letzten mit. Und ich freue mich schon, wenn ich ihn dann in dem Let's Play, also in den entsprechenden Let's Plays, dann wiedersehen kann. Tschüss, kleiner Bilbo. Mach's gut. So, die Welpen sind jetzt alle weg. Hier hat sich's gelichtet. Jetzt haben wir nur noch 8 Sims. Ja. So schnell kann's gehen. Und wir kriegen das Geld noch. Das habe ich mir noch gar nicht überwiesen. Also, ich meine, was heißt, ich habe mir das nicht überwiesen. Es wird jetzt überwiesen. Also, wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann sind das 1839, also halt insgesamt, ne? Money 1839, ne? Also plus 1200, genau. Und sind das 1839. Jo, ja, sieht man. Hat geklappt mit der Rechnung. Das Geld wurde überwiesen. Und ja. Ich bin ein bisschen traurig. Aber du solltest sie füttern, ne? Jetzt ist sie irgendwo was. Ach, Emilia, du doofe Nuss. Dann geh halt duschen. Ja, ich bin ein bisschen traurig, aber es gehört dazu. Und ja, ich wollte dann die Folge hier auch beenden. Ich hoffe, sie ist jetzt nicht zu lang. Das Geschlecht des Babys haben wir jetzt noch nicht bestimmt, aber das machen wir dann einfach in der nächsten Folge. Das verspreche ich euch. Ja. Und dann sage ich einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.